von Teneriffa berichtete, er habe alle Bänder mit dem Sprechverkehr abgehört. Der KLM-Jumbo sei eindeutig auf Warteposition gewesen. Alle Anweisungen seien klar und in perfektem Englisch gegeben worden. Demgegenüber behauptete der Leiter der niederländischen Untersuchungskommission, dass die KLM-Maschine die Starterlaubnis erhalten und bestätigt habe. Bei dem Zusammenprall sind 575 Menschen ums Leben gekommen. Was heute auf Teneriffa geschah, schildert Dieter Hanitsch vom Flughafen Los Rodeos. Die einzige Maschine, die heute vom Unglücksflughafen Los Rodeos in Teneriffa starten durfte, war diese C-130 Hercules der amerikanischen Luftwaffe. Mit ihr wurden schwerverletzte Überlebende der Flugzeugkatastrophe vom vergangenen Sonntag in die Vereinigten Staaten ausgeflogen, um sie dort in der Spezialklinik gesund zu pflegen. Der Abtransport der schwerverletzten Passagiere des Pan Am Jumbos aus dem Hauptkrankenhaus in Santa Cruz mutete an wie ein Horrorfilm. Verbrannte Gesichter, aus denen noch der Schock der Katastrophe sprach. Auf der Rollbahn des Flugplatzes von Los Rodeos wurde heute damit begonnen, die Trümmer der beiden ausgebrannten Jumbo-Jets wegzuräumen. Sie liegen über hunderte von Metern zerstreut neben der Piste. Ein Sprecher der amerikanischen Fluggesellschaft Pan Am hat am Nachmittag Berichte dementiert, nach denen der Flugschreiber ihres auf Teneriffa verunglückten Jumbo-Jets in den Trümmern der Maschine gefunden und zur Auswertung nach Washington geschickt worden sei. Von Seiten der niederländischen KLM wurden Berichte bestätigt, dass der Flugschreiber beschlagnahmt worden sei.